Lego Fortnite beschütze die Base ist super einfach erklärt. Es gibt drei Spieler, es funktioniert natürlich auch mit mehreren. Und jeder der Spieler hat eine Base und in jeder Base befindet sich ein Lama. Dann gibt es insgesamt 5 verschiedene Level, die selbstverständlich immer schwieriger werden. Und in diesen Leveln müssen die Spieler Lego Fortnite Feinde bekämpfen. Ganz wichtig dabei ist, dass das Lama auf keinen Fall zerstört werden darf. Und man muss immer in der Base oder mit dem Rücken zur Base sein, damit auch überhaupt irgendwas passiert. Wenn man alle Level gemeistert hat, kämpfen alle Spieler gegeneinander. Und müssen jeweils bei den anderen Spielern die Lamas zerstören. Der Spieler, der als letztes noch ein Lama hat, gewinnt das Spiel. Das erste Level beginnt und zwar an Kevin. Kevin, bist du ready für das erste Level, für die ersten Gegner? I'm ready. Um dein Lama zu beschützen, ja? Kommen jetzt erstmal hier 2 normale Bären und zwar straight auf deine Base. Oh Gott, die sind sogar aufeinander. Ich beobachte das Ganze hier und ich bin gespannt. Eieieiei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, okay, aber die hast du auf jeden Fall sehr, sehr sicher. Und dann kommen direkt auch 2 Frostwölfe. Und die sind schon ein bisschen stärker. Ja, wir haben ja auch nicht so viele Leben. Und ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir so schadenmäßig aussieht. Aber scheinbar bisher sieht es ganz gut aus. Ja, genügend Pfeile sind auf jeden Fall auch am Start. Den ersten sollst du haben. Ja, und das erste Level hast du geschafft. So, das erste Level für Herbers beginnt auch. Und zwar genau jetzt. Da sind deine ersten beiden Wölfe. Nee, es sind keine Wölfe, es sind Bären. Und den ersten hat er schon mal. Aber wir sehen die Base. Oh, die Base kriegt auf jeden Fall schon mal richtig Schaden. Oh mein Gott, das ist gleich einfach unten kaputt. So, deswegen werfe ich hier direkt die nächsten hin. Da hast du deine nächsten Kollegen, die auf jeden Fall richtig Spaß haben wollen mit dir. Und der erste Wolf. Ey, der greift jetzt schon mich an. Hilfe, ich will dich. Und ich will hier weg. Ich will hier weg. Der soll zu dir, der soll zu dir, der soll zu dir. Und dann hast du ihn wahrscheinlich auch jetzt gleich. Ja, aber das erste Level ist ja auch noch leicht, ne? Das muss man ja dazu sagen. Und da ist er down. Jawohl, komm, gib sie mir. Gib mir die Bären. Los. Nummer 1. Und der Kollege. Und Nummer 2. Der backt ja geisteskrank da drin. Ja, also. Die haben richtig Bock. Die hast du natürlich jetzt da irgendwie sehr buggy reingeworfen. Ja, ja. Und komm, oh, gib mir den nächsten. Und das war sehr einfach. Nächsten. Ich glaube, meine Basis hat auch keinen einzigen Schaden genommen. Zack, hier mit dem Schild arbeiten. Greif ihn von hinten an. Oh, okay. Ja, gut, der Schaden, der geht auf jeden Fall auch noch fit. Und abgewehrt. Und zack, hier, guck mal. Ey, der rennt schon weg. Zack. Ey, hallo. Das war ein bisschen zu einfach für den. Das war sehr, sehr einfach hier. Zweite Runde. Okay, Kevin, es geht weiter bei dir mit Level Runde 2. Und ich sage dir, ne, jetzt wird es schon etwas schwieriger. Ja. Du musst natürlich vor der Base stehen, das ist ganz, ganz wichtig. Und hier hast du 3 Sandroller, die auf jeden Fall, ja, echt wild sein können. Und du rennst schon wieder ein bisschen weit weg. Du musst vor die Base, ne? Also ist ganz wichtig, weil dass sie auch gegen die Base rollen, wenn sie auf dich rollen. Weil das ist natürlich der große Punkt bei denen. Dass die halt eben, ja, auf die Base, genau in dem Fall sehen wir es, auf die Base rollen. Und dann machen sie halt eben den Schaden. Der eine Sandpanzer ist irgendwie bei Herbers gelandet. Der ist bei mir. Und den müsstest du eigentlich jetzt auch straight haben. Ja, doch, der ist down. Ja, das ja, war noch das einfach, ist, aber pass mal auf. Wer jetzt kommt... Und zwar hier die Stormtrooper aus Star Wars, die kommen okay, jetzt. Da gehe ich auf den Nahkampf. Die sind halt auch nicht so stark. Ist noch ein sehr, sehr einfaches Level, aber gleich sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krasse Sachen am Start. Ja, das war zu einfach. So, Kevin, das war's ja noch nicht, denn hier habe ich noch mal den Frosttrooper, ja, den es nur im Frostbiom gibt. Der ist richtig krass. Der ist wirklich richtig, richtig krass, weil der unfassbar schnell ist. Oh mein Gott, was? Oh, shit. Da vorne sehen wir das Lama sogar schon. Der hat... Ey, oh mein Gott. Da muss man ja wirklich richtig krass aufpassen, ne? Ja, denk dran, du musst bei der Base bleiben, ne? Das ist... Und jetzt wird er richtig... Jetzt wird er richtig reinbashen nochmal. Oh mein Gott, du musst so ausweichen. Boah. Oh. Oh, oh, oh. Wenn da jetzt nochmal so eine Granate kommt.
Aber jetzt hat er ihn. Oh mein Gott, also, man sieht, der AWR-Trooper ist wirklich crazy. Herbert, bist du bereit für deine zweite Runde? Jo, ich bin bereit. Da kommen drei Sandpanzer. Und immer dran denken, mit dem Rücken zur Base stehen. Ne, weil das ist gerade nicht der Fall. Du musst vor die Base. Und so ist richtig, genau. Und ja, die rennen erstmal immer kurz weg. Das ist die typische Masche. Und jetzt greifen sie nämlich an mit der Rolle. Aber das sieht auch noch sehr einfach aus. Aber wir haben ja gerade eben eh gesehen, der AWR-Trooper hat eigentlich alles gemacht. So, jetzt kommen vier Stormtrooper. Zack, da sind sie. Die sind schon mal am Start. Und danach kommt dann der Kollege hier. Ja, die sind auch noch sehr easy. Ja, das ist noch alles im grünen Bereich hier. Und jetzt kommt der AWR-Trooper. Jetzt kommt er. Da ist er. Oh nein. Da ist er. Oh mein Gott. Und der ist halt wirklich krass. Der ist halt richtig krass. Der kann wirklich richtig Schaden machen. Vor allem, wenn er halt seine Granate wirft. Du musst vor der Base bleiben. Ah, der kann wirklich... Der ist sehr, 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 sehr stark. Ja, aber es sieht gerade ganz gut aus. Aber der macht schon richtig Schaden an den Wänden auch, ne? Also wenn er so trifft, okay. Herbert hat's geschafft. So, komm, Kevin, gib mir meine nächste Runde. Komm, gib sie mir. Komm da deine... Okay. Drei Viecher reingeflogen. Ja, den ersten hab ich. Oh. Und der will einen Stein auf mich werfen. Zack. Da steht einer oben an deiner Treppe. Richtung Lama. Ah, okay. Ja, der ist auch wieder verbuggt. Also du wirfst mir die ganz entspannt die ganze Zeit hin. Ja, sei nicht so entspannt, denn hier kommen die Nächsten. Hello, Buddy. Okay, die sind auch noch sehr easy, nice. Und jetzt kommt dieser AWR-Trooper. Okay. So, der Kollege ist auf jeden Fall jetzt auch jede Sekunde down. Da ist er und es fängt auch an zu regnen. Und der AWR-Trooper. Und der, also wie gesagt, der ist halt... Angriff! Nein, der hat eine Granate geworfen. Ja! Wow. Okay. Okay, er trifft auch die ganze Zeit meine Base. Angriff! Er hat schon wieder eine Granate geworfen. Oh mein Gott! Boah, das sprengt gleich alles weg. Der ist so stark. Ja, okay, ich hab ihn. Oh mein Gott, aber schaut euch das an. Meine Base ist einfach komplett unten weg. Bei Kevin sieht man das Lama sogar schon. Da oben ist es. Ja, es ist natürlich jetzt eine Sache. Das ist ein sehr krasses Level, kann ich dir sagen. Ich schaff das. Und zwar kommt hier, ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal mit dem Ungetüm an. Hier hast du ein Ungetüm. Das ist ein normales Ungetüm, also absolut noch machbar. Aber es ist halt wirklich sehr krass, weil das Ding macht halt wirklich die Base richtig kaputt. Das kann ich euch sagen. Wenn das wirklich die Base trifft, dann kann das sehr eklig werden. Ah, aber noch hältst du dich da ganz gut gerade. Oh, aber es macht halt auch sehr, sehr viel Schaden, ne? Aber es ist gleich auch schon down. Boah, die Attacke ist halt auch sehr stark. Okay, Ungetüm ist down. Es kommen direkt die Frostbären hinterher. Und zwar nicht wenige. Es sind vier Stück. Die zwei blicken irgendwie nicht so ganz, dass du da bist. Ja, ist besser für mich. Ja, aber die können auch gut Schaden machen. In so einer Base. Und auch an dir, oh mein Gott, 210 Schaden. Aber du hast scheinbar noch gut Herzen, glaube ich, ne? Ja. Okay, der eine, der ist irgendwie abgehauen. Deswegen würde ich sagen, ich werf dir nochmal einen nach. Zack. Da haben wir noch einen direkt bei dir. Und der greift von hinten an. Oh, der hat richtig Schaden gemacht. Der hat richtig Schaden gemacht. Ich weiß nicht, ob es die Base war oder du. Aber du hast auch nur noch halbes Leben. Oh. Oh mein Gott, du hast nicht mehr viele Herzen. Also du respawnst, ne? Aber... Oh mein Gott. Okay, das Level ist richtig hart. Und jetzt kommt der letzte... Frostbär, das ist crazy, das Level. Das ist schon crazy. Aber das dritte, das vierte Level ist Endstufe. Das ist wirklich Endstufe, sag ich euch. Ja! Oh, okay, er hat's geschafft. Herbert, bist du auch ready für das nächste Level? Ja, mal gucken, was das wird. Es geht schon los. Es geht los mit dem nächsten Level. Oh, man hat's gesehen. Das macht halt richtig Schaden, das Ding.
Und das macht auch richtig Aua. Viel Schaden an dir. Ja, okay, mir geht der das wird auch, noch. Der wird auch schmerzhaft. Oh! Oh mein Gott! Das ist hart, das ist hart. Die Base ist einfach schon... Einfach schon... oh mein Gott, das Ding macht so Schaden. Oh mein Gott, die... Oh, die Base schützt ein, das ist ja... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich sehe gar nichts mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und bam! Ja, okay. Oh, es stürzt alles irgendwie ein. Oh, shit. Ist es weg? Weiß ich. Kontrolle. Lebt das Lama noch? Wir müssen es kontrollieren. Es lebt noch. Und hier ist es. Aber ich glaube, es hat keinen Schaden bekommen. Die erste Base ist tatsächlich schon mal eingestürzt. Das war's aber noch nicht, Herbert. Denn hier sind 4 Bären für dich. Und die meinen es wirklich richtig ernst nochmal. Denk dran, du musst zur Base. Die Base ist ein bisschen nach hinten geflogen. Die Base ist ein bisschen, ja. Die ist ordentlich nach hinten geflogen. Oh mein Gott. Ey, das ist halt hart, ne? 4 Frostbären ist halt schon next level, ne? Achtung, du musst mit dem Rücken zur Basis stehen. Jo. Die zingeln ein. Oh mein Gott, guck mal, es geht immer mehr kaputt, ne? Oh mein Gott, okay, Herbert ist auf jeden Fall down. Ey, was ist down? Komm, gib mir dieses Ungetüm, gib es mir. Denkst du, deine Base überlebt das Ganze? Ich sag Prediction, sag ich dir ganz ehrlich, ich glaube, die stürzt so ein wie die von Herbert. Okay. Ich glaube, ich gehe aber eine ganz... Aua, werd weggeboxt. Ja, ich gehe eine ganz interessante Taktik, glaube ich, an. Aua. Aua, es boxt mich die ganze Zeit von meiner Base weg. Boom! Okay, es hat schon mal richtig Schaden gemacht. Boah, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Taktik ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, okay, ich habe die Taktik. Nein, das sollte er noch schaffen. Das sollte er noch schaffen. Aber die Frage ist, wie viel... Oh, er greift das Lama mit dem Gift. Oh nein. Oh mein... Was ist passiert? Eingestürzt. Ich sehe nichts mehr. Oh mein... Ich hab's, okay. Mein Lama, okay. Warte, ich will gucken, ob's noch da ist. Geht los! Wo ist es? Ey! Eins läuft noch zu uns hin. Alter, die greift ja richtig seine Base an. Ho! Hallo! Ja, dann weiß mal, wie schwer ich mich getan habe. Oh mein Gott. Ich bin sowas von... Oh mein Gott, die greifen halt wirklich hart meine Base an, ne? Ja, weil du auch mittendrin stehst, ne? Ja, was soll ich machen? Ich muss mich healen. Und einer läuft, steht sogar noch in der Mitte, hast du Glück. Naja, das ist der King von denen, der wartet. Oh mein Gott, wo ist eigentlich mein Lama? Aber ich glaube, meine Base ist noch nicht so kaputt wie die von Herbert, oder? Ja, doch. Na, noch nicht so ganz, aber kommt jetzt nachher einfach so dran. Die sind halt so stark. Ja, einen habe ich auf jeden Fall. Okay, aber ich muss mich auch wieder eine Runde healen. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Dieser Schlag halt, ne? Der macht so viel Schaden. Überlebt er die Runde? Nee, ich glaube... Jo. Die Laterne war zum Glück im Weg. Oh mein Gott, was war das für ein Level? Mein Lama ist einfach weg. Oh mein Gott, ich bin als erster raus, weil mein Lama einfach weg ist. Nein, ich habe die Runde einfach nicht geschafft. Nun kommen wir zur absolut letzten Runde. Und zwar haben wir ein Frostungetüm und 2 Knochenwölfe. Bist du bereit, Kevin? Wenn du das schaffst, das wär crazy. Also, weil das ist schon krass. Denk dran, du musst in der Base stehen. Du musst den Rücken zur Basis haben. Es geht los. Oh mein Gott, das ist das stärkste Ungetüm im ganzen Spiel. Und das macht halt richtig Schaden. Also wenn dich das trifft, sag ich dir ganz ehrlich, dann kannst du wirklich... Ja, das macht halt wirklich richtig, richtig Schaden. Und das nächste, bam. Das ist halt wirklich richtig hart, ne? Und da bist du halt down. Und es geht weiter. Der Kampf gegen das Frostungetüm. Das ist halt wirklich, das ist halt so stark. Wir sehen das Lama da oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Steht da, ne?
Ja, noch steht es. Noch. Es ist halt so stark, ne? Ja, aber er ist ein bisschen auf Distanz. Oh mein Gott, das Lama. Oh, das Gift. Oder, oh mein Gott, das ist halt sehr... Es hat Schaden. Ja, es hat auf jeden Fall Schaden bekommen. Überlebt es die Runde oder halt nicht? Ich weiß nicht, wie viel Leben hat das Ungetüm noch? Ah, es ist sofort tot. Hat noch ein bisschen. Aber das Ding ist, da kommen ja noch zwei Knochenwölfe. Die sind halt auch sehr, sehr stark. Also ich glaube, gegen die Knochen... Oh, das gab auch Schaden. Ich glaube, gegen die Knochenwölfe wirst du es auch auf jeden Fall nicht schaffen. Du wirst mindestens einmal draufgehen und hier kommen sie auch schon. Zack. Da sind die Knochenwölfe und die sind halt auch sehr aggressiv. Und die sind sehr stark. Aber die können nicht noch zu dem Wolfen, oben zu dem... Nee, nicht zum Lama. Aber die machen trotzdem ein bisschen was kaputt. Den ersten hat er sogar. Gleich ein. Ah, ich glaube tatsächlich sogar nicht. Oh mein Gott. Als ob Kevin wirklich das schafft. Das ist doch nicht normal. Hast du? Oh, es stürzt ein. Oh mein Gott, das Lama ist in Gefahr. Es ist kaputt, es ist kaputt. Ist noch nicht. Es lebt noch. Da ist es noch. Oh mein Gott, es ist tatsächlich passiert. Und wir haben ein Lama hier noch. Jetzt ist die Frage, wie die Runde von Herbers ausgeht. Herbers, let's go! Und wenn dein Lama kaputt ist, dann ist vorbei. Du musst direkt straight zur Base laufen. Ja, du darfst dich gerne in der Base healen, das darfst du machen. Und Herbers ist einfach schon das erste Mal down. Und der Kampf geht weiter! Herbers, denk dran, du musst zur Base. Oh, ja, näher an die Base. Weil sonst kann das Ungetüm keinen Schaden machen. Oh mein Gott, ey, wie weit... Ja, das ist halt die Attacke, die ist halt crazy, ne? Die ist halt wirklich crazy, die Attacke. Ich würde mich, glaube ich, nochmal hier... Und jetzt bist du down. Oh, das ist so crazy. Das macht halt auch richtig ernst, ne? Also... Das ist halt so stark, das Ungetüm. Oh, das hatte ich sogar gerade gar nicht getroffen. Krass. Und bam. Oh, da gab es auf jeden Fall Schaden fürs Lama. Jo. Aber das Lama ist noch halb voll. Ich weiß auch gar nicht, wie mein Lama so schnell weg gewesen ist. Ich verstehe es auch nicht. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, geh doch mal ein bisschen mehr zum Lama. Ja. Oh, das gab auch, glaube ich, noch richtig dick Schaden. Aua. Boah, wenn's jetzt losrennt, ne? Das wäre so krass. Bam. Das findet mich nicht. Nee, es ist tatsächlich gerade nicht so schlau. Und bam. Nochmal 65 Schaden am Lama. Und nochmal 65. Oh mein Gott. Wie viel hat es noch? Ist noch halb voll. Du musst zur Base. Und du bist down. Wir sind jetzt im Finale angekommen. Und zwar Herbers und Kevin werden jetzt beide von Base zu Base gegeneinander fighten. Ja, also es ist natürlich schon schlau, den anderen zu eliminieren. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, das Lama bei dem anderen kaputt zu machen. Und hat somit das Spiel gewonnen. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go. Es geht los. Spannender Fight. Okay, Herbers geht straight aufs Lama. Nee, doch nicht. Doch, er geht echt irgendwie aufs Lama. Es ist weg. Direkt aufs Lama. Es ist weg. Und es ist tatsächlich weg, oder? Ja, das Lama ist okay. weg. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber... Ja, womit hat der draufgehauen? Mit der Spitzhacke. Ja, mit der epischen... epischen Spitzhacke. An der Stelle, Freunde, war das heute ein richtig, richtig geiles Battle von Base zu Base. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen fetten Like da. Lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Reapers raus. GBO. Ciao, ciao.